So, hier rein. Und dann links. Ich hab's mir gemerkt. Okay, wir brauchen nicht 30 Stunden. Tja, Gnomensensen. Die Elementarschaden. Schatten machen wollen. Und lachen. Ja. Ja klar. Rückgrim, schatz hinein. Komm, gib mir Trinken. Ich habe neue Waren. Sag mir nicht, wenn du die Münze hast. Tränke? Tränke? Warum steht da oben Tränke? Ich kann keine Tränke kaufen. Ach, Kacke, meine Güte. Man halt nicht. Muss ich mit einem Trank durchkommen. Das ist dämlich. Gut, dann muss ich schon von Anfang an meine Sensen nehmen. Dann machen wir das mit Gnome mit irgendwann anders mal. Meine haben ja wenigstens Gesundheit bei Kritschen. Nein. Gesundheit pro Kill. Viel besser. Viel, viel besser. Zumindest gegen kleine Viecher. Okay. Feuerprobe. Versuchen wir es mal. Mit nur einem Trank. Notfalltrank quasi. Naja, warum nicht? Ich spiele auch auf Hardmode durch. Oder Impossible. Oder Dante Must Die. Sehr schön. So, die 1 leuchtet da. Wo möchtest du anfangen? Ich wähle meinen eigenen Weg, Level 2. Los geht's. Weil die Punkte. Skelett, was zur Hölle? Skelett Level. Ja, oder 25 oder so. Echt 35? Sonst machen sie wahrscheinlich keinen Schaden. Also, ich konnte 3 Skelette. Ich kann das gar nicht fassen. Das krieg ich wahrscheinlich auch gleich wieder. Ja, Feinde. Sehr schön. Das mag ich nicht. Geh weg. Also, es gibt auf diese Weise 4x schon in dann ist man fertig. Allerdings, wenn man es schafft, von Runde 1 ab bis Runde 1 komplett nicht zu spielen. Bei 75 Stunden. Kommt ein kleiner. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Denn so 100 Runden dauern einfach mal schon. Ich habe ja auch noch andere Spiele. Also wie gesagt, da bin ich etwas unschlüssig. Allerdings. 100 Runden? Ja, warum nicht? Kann jemand schon versuchen. Ich davon ausgehe, dass ich sehe, hier ein bisschen kämpfe, das ein oder andere Level kämpfe. Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen oder weitermachen?
Weiter geht's. Er hat sich entschieden, weiter zu kämpfen. Das ist bestimmt richtig schlimm, wenn man hier... Wenn die 95 wirklich nicht ganz ausgegeben auf die Schulter. Ich hab mehr dann gerecht. Nein. Das war's. Passt ja. Das hatte ich erst für nächste Woche geplant, meine Güte. Nicht genug Zeit. Fällt in Einbrechen. Nee. Ich werde dein Herz verschwenden. Das wäre gestorben. Unersättlich. Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen oder weitermachen? Ich habe kein Interesse an den Preisen. Er hat sich entschieden, weiter zu kämpfen. Versuch mal. Geile Exekution. Ich halte mich unter.
wieder so einer. Obwohl, beschwört keine Skelette. Gemacht. Doch noch nichts. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen oder weitermachen? Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Deswegen, Pillen
Und weg. Lebe weg. Also mein überlebt bis jetzt. Willst du den Preis und deine Freiheit oder noch mehr Bestrafung? Ich wollte schon sagen, sahst du nicht mal anders aus? Tja, ich dachte, das wäre sein neues Gesicht. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Ich weiß nicht, ob das schlau war, aber...
Naja, nein, hat sich das tolle Riesen. Tolle Riesen. Zeit ausnutzen, Zeit ausnutzen. Wollte mal exekutieren. Nein, ich möchte nicht hier. Also, wenn du nicht mehr so kritisch gegen mich, so wie das aussieht. Ja, geil. Und dafür muss ich aus. Jetzt. Gleich nochmal. Innen hoch. Schildtypen. Tormentor. Tormentor. Hauswirtschaftskurs, viel über Feuer und Kochen, natürlich, ist fast das gleiche, nur man schneidet halt Gemüse. Aber ich muss sagen, das kann man doch nicht essen. Ich in letzter Zeit total Junge habe. Keine Ahnung, das ist trotzdem viel zu viel mal. Das geht doch irgendwann ins Geld. Ganz ehrlich. Das denkt man gar nicht. So, du bist doch tot. Komm hier. Komm. Headshot. Ach, beide. Wert. Abgrundstiefel. Die Abgrundstiefel sind ein Teil der ultimativen Kriegsausrüstung der vier Reiter. Der Reiter, der dieses Schuhwerk trägt, ist für jede Herausforderung bereit. Nur wenige wagen es, einen Reiter mit Abgrundrüstung anzugreifen, denn mit Ritualen wurde diese darauf vorbereitet, alle Feinde zu vernichten. Die Stiefel verbessern beim Träger jeden Aspekt aller Fähigkeiten im Kampf. Und wenn sie mit den anderen Teilen kombiniert wird, wirkt der komplette Satz noch stärkere Effekte. Hey, es gibt wieder. Du hast überlebt. Hatten wir davon schon einen Teil, weil wenn die jetzt hier so verteilt wird, dann wäre das schon cool. So, Abgrundstiefel. Kraft weniger und Erfahrung, dafür Magie. Chance auf kritischen Treffer, kritischen Schaden ist allerdings gar nicht so schlecht. Hatten wir schon mal einen Teil der Abgrundrüstung? Ich glaube nicht. Nö, frostgeschmiedete Zwillinge. Ich werde den nicht weggeworfen haben, das ist so viel sei mal sicher. Aber sag ich einfach mal nein. Chance auf kritischen Schaden 7% ist allerdings ziemlich viel. Nee, das meine ich nicht. Statistik umschalten. Ups, okay. Ach, Enter. Okay, also. Würde den Chance auf kritischen Schaden auf 14% oder auf 29% erhöhen. Das ist eigentlich ziemlich viel. Ich verliere 4 Kraft. Doch, das ist gut. Und sie sehen lustig aus. Nein, das kann ich nicht sagen. Es sieht willst du den Preis und deine Freiheit? Okay, oder noch mehr Bestrafung? Wir haben den zweiten Teil geschafft. Und ich darf hier nicht mehr zurück. Weil ich hier auch ewig gefangen bin. So, ich muss sagen, ich bin jetzt fertig.
Ich nehme die. Das ist der Preis! Der Preis ist heiß und du gewinnst eine Waschmaschine aus der Hölle. Die wäscht deine abgebrochenen Köpfe sauber. Okay, nett. Verwüste harnische Kraft, Erfahrung, Geld, ja. Nehmen wir mal alles auf und dann. Hey, wir sitzen an schon. Mal gucken. Also, eine Sense. Gesundheit bei Exekution. Zorn pro Kill. Exekutionschance. Das Ding ist nett. Das Ding ist richtig nett. Okay, ich verliere dadurch ziemlich viel Schaden. Aber Exekutionschance plus 24% und dann die Gesundheit bei Exekution. Wow. Neue Sense. Ist doch sehr viel weniger Schaden, muss ich allerdings zugeben. Also fürs Überleben wäre die wahrscheinlich richtig geil. Ansonsten, na, so halb halb. Okay, gucken wir mal durch. Wir haben jetzt diese meine tolle Keule. Hier ist nichts Tolles Neues. Besessene Handschuh. Nö. Gut, und jetzt mal hier schauen. 38 Kraft, zurzeit habe ich 33 und kritischen Schaden. Gefundenes Geld. Das macht einfach alles nur schlechter. Also. 27% kritischer Schaden. Nee, ist doch ein bisschen wenig. Hier nichts Tolles. Und kritischer Schaden Magie, aber dafür kein Kraft. Nö. Ja. Toll. Steht Kraft drauf. Denner, der Herrscher. Und Kraft. Gut, was soll's. So, was wir jetzt natürlich noch haben, ist Schriftrolle des Seelenlenkers. Ich denke mal, weiß nicht, Bereich 10 könnte noch fehlen und 2 fehlt auf jeden Fall noch. Und darum würde ich mich dann jetzt einfach mal offline kümmern. Also im Sinne von, ich schau mal, ob ich das noch mache. Sollte ich merken, dass 10 im letzten Dungeon ist, was ich nicht denke, ist ja komisch, wenn wir da nicht mehr zurückgehen können. Dann, ja, werde ich das natürlich nicht holen, aber ich schau mal, ich werde es schon finden. Im Übrigen, ist das Eisfeuer oder was? Hey. Mysteriös. Egal. Okay, ich denke mal, das ist eine gute Zeit für mich zum Pausieren. Beim nächsten Mal dann, tja, vielleicht das Labyrinth des Seelenlenkers, vielleicht auch Wellen 50 bis 75, wer weiß. Ich denke mal, eins von den beiden wird es schon sein. Gut, bis dahin dann. Ciao, ciao.